Danke, 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 danke. Vielen Dank, vielen Dank. Willkommen zur heute Nacht-Show. Es ist aber nicht Nacht, sondern 12.06 Uhr. Und es wird nicht heute veröffentlicht, sondern erst ein paar Wochen. Also, oder vielleicht den Namen einfach umbenennen. Einfach nur noch Show. Wir hätten keine Lust, ein Studio zu mieten. Das heißt, wir sind einfach jetzt hier irgendwo in Köln. Aber wir hätten kein Geld, wohl. Aber wir wollen auch ein bisschen Platz für ein Publikum haben. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwo draußen die Show aufnehmen. Das ist komplett peinlich. Aber es sind wirklich ein paar Leute gekommen hier. Hätte ich nicht gedacht. Alles richtige Drecksteffen. Sie haben gesagt, ein 16-Jähriger könnte nicht seine eigene Late-Night-Show hosten. Und jetzt sehe ich mich an. Ich sitze hier irgendwo rum von der Kamera. Aber es ist noch nicht nach. Scheiße, Mann. Was machen wir in der Post? Also nicht in der Post, sondern in der Post. Kann man überhaupt hören? Von mir sind die Gäste heute. Ich weiß gar nicht genau, wer auch kommt. Auf jeden Fall Simon Hirschmann kommt, irgend so ein anderer, wie heißt der nochmal? Ich hab vergessen, wie der heißt. Oder ich selber vielleicht, keine Ahnung. Oh, Gäste haben wir auch. Coole Gäste auf jeden Fall. Das sind so die Gäste, die wir heute geplant haben. Für die Show. Mir ist kalt, ich geh wieder rein. So, bevor jetzt, ja, ich war beim Friseur. Wenn man schon mal unterwegs ist, kann man nichts machen. Also bevor jetzt die interessanten Gäste kommen, kommt jetzt erstmal Niklas. Moin, schönen guten Tag. So, du bist hier, um uns vor allem die Untersuchung einer MEV-Mutante des Nematoden Chenohabitas elegans zur Aktivierung der Protestase durch Quercetin als molekularer Mechanismus der Prävention glukoseinduzierter Schädigen zu berichten. Nee? Da habe ich wohl verwechselt. Also ich habe gehört, dein Stiefvater, Stiefbruder ist der 23.5. beste Töpferer aus NRW. Ja, genau. Was machst du? Ich denke gerade nach, ob ihr verwandt sein könnt. Ach so, Moment. Das ist alles viel zu langweilig für die Mini-Late-Night-Show. Okay. Also soll ich das nicht erzählen? Nee. Du kannst jetzt gehen. Okay. Tschüss. Tschüss. Applaus. Ja, vielen Dank. Tschüss. Was ein Drecksteppel. Ja, das war jetzt schon ziemlich scheiße. Gut, dass wir jetzt als nächsten Gast Simon Hirschmann haben. Schönen Tag, Simon, ey. Hast du schon mal jemals daran gedacht, den Avengers zu joinen? Moment, warte mal. DC oder Marvel? Marvel. Okay, gut. Also, ich habe mal nachgefragt, ob Senfman den Avengers beitreten kann. Was? Oh mein Gott. Ja, und es gibt gute Nachrichten. Er hat gesagt, nein, aber wenn sie merken, dass seine Kraft stark genug ist, dann kommt vielleicht jemand vorbei. Ja, ich hab sogar was für dich. Und zwar deinen eigenen Mitgliedspapier. Ich gebe dir 1 Euro, wenn du jetzt die Karte isst. Nee, alles gut. Du kriegst Lachs mit Senf und einen neuen Senfeimer. Welche Marke? Wie, welche Marke? Ich dachte, du liebst Senf. Ist doch egal, welche Marke. Nein, ich habe einen Vertrag mit Du kannst dir nicht sagen. Krieg dafür kein Geld. Ich darf nicht sagen, aber ich habe Geld bekommen und ich habe Senf von denen. Ist egal. Willst du mir was abgeben? Okay, wie viel? Ein Löffel? Nee, ich würde jetzt ungern sterben. Was? Ich würde jetzt nicht so gerne sterben. Ach so, okay. Also wenn ich Bautzner Senf hab, was sagst du? Das klingt gut. Kannst du mir den schon mal geben? Nein, du musst das ohne Senf essen. Oh, na dann geht das nicht. Wenn etwas in meinen Magen kommt, das nicht von Senfatomen ummantelt ist, ätzt das ein Loch in meinen Magen. Echt? Ja, und dann sterbe ich. Aha, okay. Also ich hätte Senf dabei. Ich kann auch meinen eigenen verwenden. Wie bist du so durch die Security gekommen? Es gibt hier keine Security. Und nachdem du den Typen gesagt hast, dass die meinen Tanklaster parken sollen und die dann weggefahren sind und du mir meine Senfeimer abgenommen hast, war ich traurig, aber nicht machtlos. Alles klar. Das ist aber gar nicht Bautz, ne? Was? Oh, scheiße. Der Senf muss noch von vor dem Vertrag sein. Seit wann hast du denn den Vertrag? Ein paar Monaten. Ach so, okay. Ja. Okay, das ist einfach nur ekelhaft. Geh verdammt nochmal hier raus. Was ein Dummkopf, ey. So, als nächstes, meine Damen und Herren, passen Sie auf. Als nächstes haben wir Michel. Apfelmus. Apfelmus? Schon wieder ein TikTok-Star? Was für ein Bullshit? Welcher Fickpfosten
Alliteration. Ist für die Gästeauswahl voll verantwortlich. Sorry, aber du bist zu spät. Kannst direkt wieder nach Hause gehen. Ist nichts gegen dich, aber wir haben in dieser Show schon genug TikToker gehabt. Du kannst nächste Show wiederkommen. So, der nächste Gast, den wir haben, ist der ehemalige Bundespräsident Lübcke. Heinrich Lübcke. Ich wollte eigentlich den Theo haben, aber den konnte ich nicht mehr kriegen. Und hier ist er, Heinrich Lübcke! Also sein Geist. Man kann ihn nicht sehen, aber ich spüre eine Kälte in meinem Nacken und deswegen weiß ich, dass er da ist. Moment, das Fenster offen. So, schön, dass Sie da sind. Als ehemaliger Präsident der Bundesrepublik Deutschland frage ich mich, wieso haben Sie keinen TikTok-Account? Selbst die Tagesschau hat einen und Sie sind doch noch frischer als die Tagesschau. Keine Antwort? Naja, was sagen Sie denn zur Entwicklung der CDU? Okay, ein Geist zu interviewen ist doch langweilig. Wir machen jetzt weiter mit einem Videotelefon-Interview. FaceTime mit Raffaello. Jo, wie geht's dir denn so? Ja, super grad. Mein Leben ist echt nice und mir geht's sehr gut. Okay, das freut mich zu hören. Aber gibt's irgendwas, an dem du aktuell arbeitest? Hast du irgendwelche Ziele oder so? Ja, ich habe noch ganz viele Projekte. Zum Beispiel... Was? Ah! Was? Oh mein Gott! Dein Feier wurde gerade gegessen. Das schneiden wir raus. Schönen guten Tag, ich bin der Außenreporter Inep. Ich bin aber gerade nicht draußen, weil es draußen regnet. Da kann man nichts machen. Also es gibt hier in Amerika so Team 10 oder das Cloud House. Mittlerweile auch die TikTok-Kopie davon, das Hype House. Und es gibt auch noch die deutsche Kopie der Kopie, das Trending House. Ich mache jetzt das Viral House. Aber da ich keine Freunde habe, mache ich jetzt ein Casting. Aber ohne Carsten. Aber jetzt über FaceTime der erste Kandidat. Schönen guten Tag. Moment, dein Gesicht ist geblurrt. Ja. Der nächste bitte, Simon Kirschmann. Hirschmann. Simon Hirsch. Hirschmann. Ich sag doch Hirsch. Nein, das Mann gehört dazu. Ach so, ich dachte, du hast tatsächlich dran gehängt, Mann. Ja, lol, tschüss. Was? Haben wir noch einen Kandidaten? Zitronensohn. Jo. Also David, warum bist du eigentlich so sauer? Hallo? Noch da? Hey Sali. Was geht? Dein TikTok geht ab? Ja, das ist kein Schapass mehr, es läuft zu gut. Rauchst du? Ja. So wie ein Kamin? Was? Bist du ein Schornstein? Hallo? Was ist da los? Banjo, wie würdest du dein Leben beschreiben? Beste Leben! Ah, wo gehst du hin? Ich glaube, das wird nichts. Dann legen wir das Projekt erstmal auf Eis. Du kannst jetzt hier noch mehr lustige Videos angucken. Bis zum nächsten Mal. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Scheiße, Mann.